Hallo, darum geht's heute, Raumbeschreibung und Interpretation. Oder anders gesagt, es geht um solche Karten. Hier in dieser digitalen Version, die wir im Smartphone nutzen, um uns zu orientieren. Aber Karten gibt's natürlich auch in Papierform. Hier eine Karte der Radwege in unserer Region. Hier zum Beispiel um Marburg herum. Die Karte hat aber natürlich noch mehr Informationen als jetzt nur die Radwege. Hier in diesen Flächensignaturen zum Beispiel können wir abschätzen, sind wir gerade in einem hügeligen Gelände oder radeln wir ganz entspannt das Lahntal entlang, wenn wir dieser Strecke folgen. Es gibt auch andere Beispiele, eine mehr wissenschaftliche Ausrichtung. Hier vielleicht eine Karte vom Kilimanjaro, wenn wir uns die mal anschauen. Ganz schön groß. So, da sehen wir hier in der Mitte den Kibo, den Gipfel und dann in diesen Flächenfarben unterschiedliche Vegetationszonen, unterschiedliche Landnutzungszonen. Die Eigenschaften sind hier in einer Legende erklärt. Und neben diesen Flächenfarben gibt es auch so ein paar Punktsignaturen und es gibt natürlich auch hier Liniensignaturen, die zum Beispiel die Routen auf den Gipfel beschreiben. Mit sowas, mit Karten, mit Räumen, mit ihrer Interpretation werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Erstmal anhand eines Beispiels. Wie können wir denn eine Karte nutzen, um noch weitere Informationen über ein räumliches Phänomen zu erhalten? Und dann eine kurze Übersicht über Medien in der Geografie.